Heute im Interview Peter Prasser, Geschäftsführer der Sonnenkraft GmbH. Vielen Dank, Herr Prasser, dass Sie uns heute zur Sonnenkraft in den Technologie- und Industriepark St. Veit eingeladen haben. Das Standardmarketing Kärnten ist ein Ansprechpartner für alle, die mehr über den Wirtschaftstechnologie-, Forschungs- und Bildungsstandort Kärnten wissen wollen. Heute spielen wir und heuer spielen wir zwei Jahreskampagnen zum Standort Kärnten in den Zielmärkten Österreich, Slowenien, Italien und Süddeutschland aus und freuen uns etwas über Ihre persönliche und auch über die Erfolgsgeschichte Ihres Unternehmens zu hören. In der aktuellen Unternehmenskonstellation gilt ja die Sonnenkraft zu den Pionieren der Photovoltaik mit über 30 Jahren Erfahrung, obwohl das Unternehmen Sonnenkraft an sich ja sehr jung ist. Wer ist denn die Sonnenkraft und wer ist der CEO, Peter Prasser? Ja, willkommen hier in St. Veit, in der Sonnenstadt St. Veit. Wir leben hier schon Solarenergie seit über 30 Jahren und ich habe angefangen als junger Bursche und wollte einfach die Sonne als Energiequelle nutzen. Und das hat begonnen mit Solarthermie-Kollektoren die ersten 10, 12 Jahren und dann ist erst Photovoltaik dazugekommen, wo wir heute den Megaboom haben. Die Leute wollen saubere Energie, günstige Energie, Solarenergie nutzen. Dazu verhelfen wir unseren Kunden. Dürfen wir was von Herrn Prasser selbst noch erfahren? Ja, wie gesagt, aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Kappel am Krapfeld am Bauernhof und da hat Natur und Umwelt immer eine große Rolle gespielt. Biobauer, seit über 50 Jahren von meinen Eltern geprägt und da haben wir gesagt, man muss auch die Energie sauber, damals war die Ölkesselzeit und Solarenergie war da ganz, ganz am Beginn, aber man konnte Solarenergie schrittweise umsetzen. Der eigene Hof, der Nachbar, der Nächste und so wurde aus einem und wenigen Kunden mittlerweile haben wir in Europa mehr als 1 Million Haushalte, nutzen bereits Produkte aus unserem Angebot. Es gibt ja Milestones im Unternehmen auf dem Weg zum Marktführer in der PV-Technologie und in der PV-Welt. Welche Geschichte steht denn da dahinter in St. Veit? Die Geschichte war, dass wir eine super Kombination waren von Leuten, die von der Produktion eine Ahnung gehabt haben. Mein Gründungskollege und Partner und Freund Robert Kandut hat die Produktion aufgebaut. Ich habe mich um den Vertrieb, ums Marketing gekümmert. Und wir haben einfach vom Markt Wünsche aufgenommen und versucht, in Produkte umzusetzen. Das war am Anfang ein einfacher Kollektor, der einfach Wärme produziert. Daraus sind dann Systeme geworden. Und wir haben es immer wieder geschafft, Systeme zu vereinfachen, standardisieren, für den Handwerker die Installation einer Anlage so einfach wie möglich zu gestalten. Und das war unser Erfolgsrezept. Das haben die Kunden dann gerne alles aus einer Hand aus St. Veit gekauft. Das heißt, das ist ja ein Erfolgsrezept von der Sonnenkraft. Ist das der Standort Kärnten an sich auch ein Erfolgsgarant für Sie als Geschäftsführer und als Gründungsmitglied insgesamt? Für die Gründung war es vielleicht unwesentlich. Heute ist es schon wesentlich. Es ist einmal erstens sehr, sehr vorteilhaft, wenn man hier, wo man lebt, auch arbeiten kann. Wir haben eine wunderschöne Umgebung. Wir haben ein lebenswertes Kärnten, wo wir unsere Geschäfte ausorganisieren. Und wir können von hier aus ganz gut auch unsere Märkte Mitteleuropa gut bereisen. Das liegt zentral. Und wir haben auch hier die besten Voraussetzungen. Wir kriegen gut ausgebildete Mitarbeiter. Die können das lebenswerte Leben hier besser wie vielleicht in einer Großstadt. Das sind Vorteile, dass auch dieser Standort sehr attraktiv ist als Gesamtes. Zur Logistik kommen wir dann noch. Zuerst mal eine Frage. Im Technologie- und Industriepark St. Veit stehen ja Neuentwicklungen und sich täglich Neuerfindung an der Tagesordnung. Das braucht man ja als Marktführer. Mit welchen innovativen Sonderlösungen, abseits der Produkte, die man so kennt, die auch der Mitbewerb anbietet, sowie auch für die Dachmontage, punktet Sonnenkraft am internationalen Markt? Ja, unser also der Standard ist bekannt, Photovoltaik funktioniert, das ist das Besondere, das Tolle, dass mittlerweile jeder sagt, Photovoltaik funktioniert, ich möchte es auch für mich nutzen. Und jetzt kommt es dazu, wo kannst du dich
besser positionieren. Und wir sehen einfach sehr starke Nachfrage an intelligenten Module. Also dass die Montage der Module nicht mehr immer nach Süden ganz optimal ausgerichtet sein muss, dass auch Verschattungen keine Rolle spielen, damit wir Photovoltaikmodule mehr und mehr in die Gebäudehülle integrieren können und keine Rücksicht nehmen müssen auf die Sonneneinstrahlung. Das ist das eine. Und wir versuchen auch die Optik an das Gebäude anzupassen. Wir arbeiten mit verschiedenen Farbtönen. Wir können Module als oder wir können den Wert der Module steigern, indem sie auch eine ästhetische Funktion übernehmen. Man sieht ja, schönere Gebäude haben meistens eine schönere Fassade. Wenn die sozusagen eine Steinfassade, die Geld kostet, oder eine Photovoltaikfassade, die nicht nur Strom liefert, sondern auch wie eine schöne Glasoptik, eine Farboptik sich darstellt, ist der Kunde bereit dafür auch zu zahlen. Und das sehen wir als Anspruch für uns, die Nische in der Stromnutzung größer zu machen, dass jedes Gebäude ein Kraftwerk wird. Wenn man sich die Menge der Unternehmen, die ja auch sich rund um die Sonnenkraft sich so aufbaut, da im Technologiepark anschaut, wie ist denn der Standort St. Veit? Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Land Kärnten? Gibt es da Spezielles zu nennen? Muss ich sagen, das ist ein großer Vorteil für den Standort hier? Ein Standort entwickelt sich und unser Glück war, dass es immer wieder auch Partnerschaften mit anderen Unternehmen gegeben hat. Der eine hat sich spezialisiert auf die Produktion, der andere auf die Vermarktung. Wir haben hier mit der HSH auch im Bezirk St. Veit einen Betrieb, der mehr als 100 Handwerksbetriebe in Österreich ausgebildet hat und auch das Marketing macht für diese Betriebe, dass die erneuerbare Energie im Fokus haben. Weil zur Sonne gehört auch Holz. Man muss ja ein Haus im Winter heizen. Oder es gibt größere, komplexere Geschichten. Also man hat immer einen Energiemix und dazu braucht es schon die Zusammenarbeit von mehreren Technologien und eine davon ist unsere. Sie sprechen die Kärntner Partnerschaften an. Es gibt ja auch in Villach die STO, mit der Sie auch eine Partnerschaft haben, wie ich gelesen habe. Welche Vorteile bieten potenzielle Partner in Kärnten, auch jetzt in der Struktur des Netzwerks in Kärnten? Ist das ein Vorteil und wie bauen sich diese Vorteile für das Unternehmen auf? Das ist eine absolute Win-Win-Situation. Die Erfahrungen beider Unternehmen können als perfekte professionelle Lösung in den Markt gebracht werden. Und in diesem Fall mit der Firma STO in Villach, die haben natürlich speziell in der Gebäudehülle viel, viel mehr Erfahrung wie wir. Die kennen die Planer, die Architekten und vor allem die Handwerker, die die Anlagen dann montieren sollen. Wenn die perfekt geschult sind, dann wird das auch öfters verkauft. Dann fällt schneller der Hemmschuh, warum man nicht gleich Photovoltaik anstelle einer Glasfassade macht. Dann kann man eine Photovoltaik-Glasfassade machen. Dann wird es schneller gelingen, diese Energieziele, die wir haben in Europa oder speziell auch in Österreich, bis 2030 wollen wir ja Strom aus erneuerbarer Quelle zu 100% liefern. Das können wir nur erreichen, wenn die Profis aus der Dachwandindustrie, und da ist STO ganz vorne dabei und in Villach ist einmal das Headquarter für halb Europa, das sind natürlich tolle Partnerschaften, die das Ganze beschleunigen. Auch ein tolles Kärntner Unternehmen ist Erfolgsgarant. Wenn jetzt ein potenzieller Unternehmer, der von außen nach Kärnten kommt, bei der Sonnenkraft andocken möchte, wenn das Standardmarketing schaut natürlich, dass es Unternehmer auch anspricht, auch Entwickler, Forscher, aber auch natürlich auch Unternehmensgründer. Und die interessiert sich jetzt für die Sonnenkraft. Was muss denn dieser vielleicht zukünftige Unternehmer in Kärnten mitbringen? Aus Kärntner Sicht ist auch ein oberösterreichisches Unternehmen zum Beispiel willkommen. Und da sind wir gerade am Start mit dem Aufbau des Sonnenkraftcampus hier an der Abfahrt, an der Anbindung zur Schnellstraße. Dort sind wir dabei, Betriebe anzusiedeln, die zum Thema passen. Das kann ein Energieplaner sein, aber auch ein Wärmepumpenhersteller. Einfach Betriebe, die rundherum das Paket rund machen, dass der Endkunde möglichst 100% erneuerbar versorgt werden kann. Das ist im kleinen Bereich. Natürlich kann dann auch ein Glashersteller, so wie hier vis-à-vis die Firma Petra Glas,
mittlerweile 12 Jahren angesiedelt wurde, die für uns die Glasveredelung macht. Weil wir einfach verschiedene Glasformate, Größen, gehärtete Gläser brauchen. Also diese Kooperationen gibt es und da sind wir immer offen für weitere Kooperationen. Das heißt, punkto Raumplanung findet man auch da die Möglichkeit, sich anzusiedeln mit seinem Werk oder mit seinem Unternehmen. Auch das ist da in St. Veit möglich. Das ist der Vorteil, dass wir hier einfach Flächen haben, wo weitere Betriebe sich natürlich ansiedeln können. Und der Schwerpunkt war ja auch damals schon, oder es ist immer noch innerhalb von, im Land Kärnten ist St. Veit für Energie. Das Standardthema hier ist Energie. Ja. Vom potenziellen Unternehmer, der Sie gerne kennenlernen möchte, hin zu der Lieferkette. Gibt es Vorteile, die Sie am Standort Kärnten sehen, der Sie punkto Supply Chain und Logistik, den Sie in diesen Bereichen sehen? LCA zum Beispiel in Fürnitz oder jetzt kommt ja bald der Chor im Tunnel dann durch bei Ihnen auch vorbei. Sind das Vorteile, die wir in Kärnten haben, die auch für Sie wichtig sind? Absolut, klar. Wir fühlen uns hier nicht benachteiligt. Wir sind ja mitten in Europa. Wir haben mit Kopa einen Hafen in der Nähe, der eben mit Fürnitz noch besser angebunden wird. Wir haben mit der jetzigen Nord-Süd-Route Eisenbahnlinie schon eine gute Versorgung, mit dem Choralbtunnel natürlich noch besser. Also die Lieferkette ist ja momentan das Logistische, aber eher haben wir ja eher ein bisschen Herausforderung, dass wir diese Rohstoffthemen in den Griff kriegen und wir kaufen auch international ein. Umso näher die Lieferkette ist, umso besser, umso krisensicher sind wir. Also wir sehen ja heute, umso entfernte Produktionspartner sind abhängig von Transportkosten, von Kriegen, von anderen politischen Themen. Also umso näher die Wertschöpfungskette, umso lieber ist es uns. Und wir setzen auf europäische Zulieferketten. Wir sind von Glas in Deutschland bis Aluminium, momentan aus der Türkei, absolut europäisch aufgestellt. Und umso näher, umso besser. Also insofern, kommt nach Kärnten. Fast ein gutes Schlusswort, wir sind noch nicht ganz am Ende. Ja. In Kärnten gibt es ja auch viele Cluster. Sie sind ja auch Mitglied im GreenTech Valley, dem GreenTech Cluster, aber auch im Energieforum Kärnten. Was bedeutet für Sonnenkraft eine solche Mitgliedschaft oder eine solche Kooperation in einem solchen Netzwerk? Ein breites Netzwerk ist immer Erfahrungsaustausch. Wenn wir dann konkreter werden, schauen wir, was ist im Energiebereich möglich. Im Energiebereich brauchen wir eine hundertprozentige Energieversorgung aus erneuerbaren Energiequellen und da deckt die Sonne einen Teil ab. Aber es gibt natürlich mit Wasser, mit Wind, mit Holz perfekte Möglichkeiten, eine Gesamtversorgung aufzubauen und da sind wir auf Kooperationen angewiesen, weil unsere Kunden immer wieder verschiedenste Lösungen, Anwendungen brauchen und das zu vernetzen und das gemeinsam zu transportieren, dass es möglich ist, Österreich energieunabhängig zu machen, dazu dienen diese Cluster, von der Wirtschaft bis zur Politik, von Kommunikation bis konkrete Umsetzung. Die in Kärnten gut aufgestellt. Die in Kärnten sehr gut aufgestellt ist. Wir haben ja bewegende Zeiten. Vom Corona-Lockdown, Ukraine-Krise aktuell, die Nachbeschaffungsprobleme. Wie stellt sich denn Sonnenkraft als Kärntner Unternehmen auf solche immer neuen Konstellationen ein? Bei den Mitarbeitern, da müssen wir einfach immer ein paar in der Reserve haben, weil es momentan wirklich so, dass es immer 10-20% der Mitarbeiter gerade nicht hier sind. Das ist eine einfache Übung. Die Wertschöpfungsketten generell, wenn wir haben auch einen Glaslieferanten in der Ukraine, da braucht man idealerweise Zweitlieferanten. Auch wir versuchen es mit etwas mehr Lagermenge auszugleichen, abzufedern, wenn etwas einmal schief geht in der Transport- und Lieferkette. Ist in Summe mehr Aufwand, aber wir lernen, mit solchen Situationen umzugehen. Sonnenkraft arbeitet ja mit modernsten Maschinen und technischem Know-how, muss ja natürlich sein als Marktführer. Welche Kooperationen im Alpe-Adria-Raum gibt es da, die da vorteilhaft sind für so Beschaffungen von
Maschinen, die man für die eigenen Produkte braucht? Das Produkt-Know-how muss dann auch produzierbar sein und wir sind angewiesen auf einen Sondermaschinenbaubetrieb, der unsere speziellen Größen, das Handling der PV-Module und so weiter versteht und umsetzt. Und da haben wir jetzt gerade eine aktuelle Investition in der Höhe von 8,5 Millionen Euro, die wir gemeinsam mit einem italienischen Betrieb aus dem Raum Padua umsetzen, die im Weltmarkt tätig sind, ausschließlich im Bereich Sondermaschinenbau für Photovoltaikproduktionen. Und da konnten wir sehr, sehr gut unsere speziellen Ansprüche weg vom Standardmodul in Standardgröße auf was Besonderes einbringen und die haben uns die Maschinen gebaut und wir sind da sehr, sehr stolz darauf. Das ist ein Vorteil, im Alpe-Adria-Raum zu sein. Also die Entfernung ist eine kurze, wir verstehen uns mit den Italienern und gemeinsam schaffen wir tolle Produkte und Lösungen. Wir wissen ja, dass Ihre Produkte auch von kleineren slowenischen Unternehmen repräsentiert werden. Haben Sie da auch schon überlegt, mit Ihrem Unternehmen eine Dependance zum Beispiel auch in Slowenien zu haben, um die Kommunikation mit der Mutter in Kärnten auch vielleicht zu erweitern? Ist da etwas vorgesehen in diese Richtung? Wir haben ja überall unsere Partnerbetriebe, auch in Slowenien. Und da brauchen wir nicht unbedingt eine eigene Niederlassung, sondern das machen wir gemeinsam mit vor Ort, mit Betrieben, die vor Ort sind, die mit uns gemeinsam den für uns fast Heimmarkt, wir sehen Slowenien als Heimmarkt, sind ja nur die Karawanken dazwischen, der Rest ist alles ziemlich gleich. Funktioniert sehr gut, also wir haben da Partnerschaften und das. Also die Kooperationspläne stehen auch mit Slowenien? Ja, und klar, lokales Handwerk ist unser Partner und da ergänzen wir uns perfekt. Herr Brasser, wenn wir uns die Key Facts des Unternehmens ansehen, was gibt es dazu zu sagen? Tja, Umsatz, Mitarbeiter und dergleichen, also da fangen wir halt grob an, rund 100 Millionen Umsatz pro Jahr mit 200 Mitarbeitern und in etwa 800 Partnerbetriebe, die in Europa vor Ort für uns das Handwerk organisieren, selbstständig sind, aber mit uns in Abstimmung. Natürlich kann man es vielleicht noch einfacher sehen. Wir machen Module pro Tag in etwa 3000 Stück. Damit kann man 200 Haushalte mit Energie versorgen und das lebenslänglich. Also die können 30 Jahre, 40 Jahre mit diesen Anlagen für sich den Großteil des eigenen Stromverbrauchs ernten. Wie können Menschen, Konsumenten oder auch Unternehmen in Slowenien zu ihren Produkten kommen? Ganz einfach, da gibt es die Sonnenkraft-Homepage, sonnenkraft.com. Da findet man im Partnerbereich auf die Postleitzahl genau den zuständigen Handwerker vor Ort oder auch unseren Vertriebsmitarbeiter in Slowenien kann man direkt kontaktieren. Da findet man auch alles auf der Homepage. Wie ist es möglich für Konsumenten wie auch Unternehmer in Italien zu ihren Produkten zu kommen? Indem man auf die sonnenkraft.com Homepage geht. In Italien haben wir dann vor Ort Vertriebsmitarbeiter oder auch lokale Handwerksbetriebe, die Angebote ausarbeiten und auch die Montage durchführen können. Wie ist es möglich für Konsumenten und Unternehmer in Süddeutschland zu ihren Produkten zu kommen? Im deutschsprachigen Raum ist es ganz einfach. In Deutschland gibt es viele, viele Handwerksbetriebe, viele, viele Vertriebsmitarbeiter, die mit unseren Produkten Planungen machen, Lieferungen durchführen. Das ist sehr, sehr schnell und einfach mit der Eingabe der Postleitzahl zu finden. Wenn jetzt ein österreichischer Häuselbauer oder ein österreichischer Unternehmer ein Sonnenkraft-PV-Feld verbauen möchte, wie kommt er am besten dazu? In Österreich ganz einfach. Man kann uns anrufen, man kann auf unserer Homepage sonnenkraft.com nachschauen, wo der nächste Sonnenkraft-Partner-Handwerker-Betrieb seinen Sitz hat. Er kann auch unseren Vertriebsmitarbeiter, in jedem Bundesland haben wir einen Vertriebsmitarbeiter, den kann er auch kontaktieren. Der steht ihm mit Rat und Tat zur Seite. Also in Österreich ist es sehr, sehr einfach und sehr, sehr wahrscheinlich, dass er bei Sonnenkraft landet. Da haben wir einen sehr, sehr hohen Marktanteil. Also
Also wo sehen Sie das größte Potenzial in Slowenien? Was ist da ganz besonders an diesem Markt? Slowenien ist einmal sehr besonders, weil es unser Nachbar ist und wir sehen Slowenien einmal als Heimmarkt. Also die Anforderungen sind ähnlich wie in Kärnten und wir arbeiten ja mit slowenischen Mitarbeitern, zum Beispiel am zweiten Produktionsstandort in Deutsch-Landsberg. Da sind sehr, sehr viele gut ausgebildete Mitarbeiter aus Slowenien, die uns dort Sondermodule produzieren für spezielle Anwendungen wie Terrassenüberdachungen, teiltransparente Module, Balkonmodule und dergleichen. Und wir sehen eigentlich, in Slowenien wird sehr viel auch auf intelligente Module Wert gelegt, wo man durch Teilverschattungen maximale Erträge hat. Also wir sind dort nicht in einem günstigen Segment, sondern eigentlich in einem sehr guten Premium-Segment tätig. Gute Unternehmen brauchen gute Mitarbeiter. Und wenn man sich die Standorte so anschaut, sind wir ja sehr grenznahe. Was gibt uns das zu sagen, punkto vielleicht den slowenischen Markt? Kriegt man noch Fachkräfte? Jawohl, also in Slowenien haben wir durch die Grenznähe in Deutschlandsberg haben wir die Möglichkeit, wirklich Mitarbeiter, die täglich einpendeln, die gut ausgebildet sind, speziell auch Maschinenführer und Leute, die mit der Maschinentechnik gut zurechtkommen, die viele, viele Erfahrungen mitbringen, wie Serienproduktion funktioniert. Das ist für uns sehr, sehr wichtig. Wir sind am Ende unseres Interviews angelangt. Vielen Dank, Herr Brasser, für die Zeit, die Sie uns da gespendet und auch geschenkt haben. Danke für Ihren Einblick in Ihre Erfolgsgeschichte der Sonnenkraft. Und wir freuen uns auf noch viel mehr mit der Sonnenenergie. Gerne, Dankeschön.